Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. So, Samstagabend, wir sind im Zelt. And I have a very special guest here. Mr. Trump! Yeah, hey! Wie Ihnen es gefallen in der Remscheid, in der Lennep, in der Zelt? It's very good, sehr lennepisch, wunderbar. Wunderbar, ja? Huh? Yes. Und ist was anderes als internationale Politik? Yes, more funny. Yeah. And kölsche Musik, mögen Sie da kölsche Musik? Kann man great again machen. Great again machen. Yes. Dann ich wünsche Ihnen noch viel, viel Spaß hier. Enjoy in Remscheid, in Lennep. Then America first, but Remscheid, Lennep second. No, Lennep is the first. Lennep is the first. Thank you, Mr. President. Und wir ziehen mal weiter im Zelt. You're welcome. So, gerade hatte ich Donald Trump im Interview. Jetzt habe ich den Mark Ronge bei mir. Ja, Mark, große Ehre, nach Donald Trump dran zu sein. Ja, wobei ich ganz ehrlich bin, privat würde ich auf Donald Trump gerne verzichten. Im Karneval ist das okay. In echt, ja. Also, geile Stimmung hinter uns. Gerade die Party Colonia ist hier dabei. Ja, die gehören hier zur Tradition dazu, dass sie heute auftreten. Ja, wir haben eine feste Größe bei uns hier im Zelt, auf die wir auch nicht verzichten werden. Kölsche Karnevalsmusik ist immer noch das A und O. Ist gefragt, die Stimmung, man muss sich nur umgucken, einmalig. Genau, und wenn wir nochmal vorher ein bisschen uns angucken, was heute geboten war, ist ja Josef aus Aarhus, der heute hier aufgetreten ist, machen wir was anderes, ein bisschen mehr Schlager. Ja, auch das gehört dazu, wir müssen ein bisschen Abwechslung bieten, wir probieren neue Dinge aus. Josef hat auch gut gerockt hier im Zelt und wir werden auch im nächsten Jahr am Samstag wieder was Neues probieren mit den Original-Eschweilern, die am Donnerstag eigentlich aufgetreten wären. Ja, Donnerstag muss ich nicht mehr viel zu sagen. Genau, und wir schauen mal rein, Josef, Auftritt Schlager im Zelt. Aber sonst waren wir Meister für Russland. Aloha, hey, hey, aloha, hey, hey, aloha, hey, hey. Weil so schön war und. Aloha, hey, hey, aloha, hey, hey, aloha, hey, hey. Und einmal! Aloha, hey, hey, aloha, hey, hey, aloha, hey, hey. Oh. Das war also der Josef, also da war richtig, richtig Halligalli dabei und die Leute am Boden am Mittanzen. Ja, die Leute, wie man sieht, Polonaise geht hier gerade rum. Also ja, es geht gerade richtig mal wieder ab. Ja, ich glaube, die Bilder sprechen gerade für sich. Zelt ist heute Abend am Samstag rappelvoll, ausverkauft. Die Leute wollen feiern, die nehmen es an. Und einmalige Stimmung. Super. Genau. Und vorhin, als die Freibeuter hier da waren, war es ja auch richtig, richtig toll. Ich meine, das ist ja ganz was Besonderes. Die kommen, die Jungs und Mädels kommen aus Lübeck, gehen mal wieder hier runter nach Lennep. Toll, oder? Ja, super. Und vor allen Dingen freuen wir uns dieses Jahr auch, dass es mit Rosenmontag klappt, dass die Freibeuter am Rosenmontag mitlaufen. Wir werden dieses Jahr keinen Sturm haben. Der Zug wird gehen. Bisschen Regen, eventuell macht uns nichts aus. Also, das ist ganz gut und wir schauen mal rein und gucken mal rein, die Freibeuter heute Abend, Samstag, in Lennep im Zelt. We'll be right back.
waren also die Freibeuter. Ich finde es einfach nur geil. Die Freibeuter sind überragend. Ja, Wahnsinn. Sobald die einmarschieren, schon im hinteren Teil des Zelts, die Trommeln anstimmen, ist die Aufmerksamkeit da, die Leute gehen mit und mittlerweile eine feste Größe. Genau. Und was ja auch sehr, sehr schön ist, Karneval in Nennep wird immer internationaler. Ja, wir haben Gäste aus Amerika, aber auch sogar aus Niedersachsen, ein spaßbefreites Land, aber extra aus Niedersachsen, Holland, Amerika, ja, und sicherlich auch noch aus anderen Bundesländern. Super. Und aus anderen Städten, wir hatten die Radar ja auch, die hier vorbeigekommen sind, also aus Bergisch Gladbach sowieso vertreten. Also, gelungener Abend. Ich danke dir für dieses Gespräch, Marc. Jetzt gehen wir mal ein bisschen feiern. Das haben wir uns doch jetzt verdient, oder? Kamera aus und Schnäpschen on. Genau. Remscheid, hello. Hello.